Hallo und herzlich willkommen zurück zu Train Fever. Endlich ist es wieder soweit nach einer kleinen, größeren Pause von diesem fantastischen Titel. Werden wir uns wieder in die Züge schwingen, auf die Gleise begeben und da hat sich einiges getan. Darauf können wir uns schon mal freuen. Und freuen tun wir uns ebenfalls auf das USA-DLC, das dann irgendwo Mitte bis Ende dieses Monats rauskommt. Ein guter Grund, hier wieder neu einzusteigen, die alte Map mal fertig zu spielen und mit der neuen dann, sagen wir mal, mit einer neuen komplett durchzustarten. So, ja, hier sind wir auch schon und die erste Neuerung, die ihr vielleicht bemerken werdet, ist, wenn ich jetzt einmal hier raus scrolle. So. Okay, jetzt haben wir rausgescrollt und jetzt werdet ihr feststellen, wenn ich einmal alles geladen habe hier, sieht das alles doch schon ganz anders aus, nämlich flüssig. So, und wir wollen mal schauen, oh, was haben wir denn hier oben? Natürlich, hier in Haasloch haben wir ein riesiges Passagieraufkommen. Wir müssen erstmal schauen, ob unsere Strecken denn alle noch so funktionieren, wie wir uns das eigentlich ursprünglich mal vorgestellt hatten. Und würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick auf die Übersicht, die ja auch früher immer gut geleckt hat. Und wir sortieren das Ganze mal nach Linien. Und während wir das tun, suchen wir uns mal eben hier, wo ist denn unser Hauptbahnhof in Hochreit? Natürlich, da gehen wir mal hin, damit ihr auch, während wir das machen, schöne Eisenbahnimpressionen habt. Wie hier die Züge in den Bahnhof ein- und ausfahren. So, wir schauen mal kurz. Erdweg ÖPNV, den müssen wir sicherlich überarbeiten. Das sieht ganz schlecht aus. Und auch die Güterstrecken nach Hochreit und Linnich. Da würde ich fast sagen, dass wir die halt komplett ablösen. Weil wir haben ja die Güterabtransportstrecke, die das nach Linnich fährt. Also das heißt, diese Fahrzeuge hier, die sollten wir einmotten. Würde ich mal so sagen. Und da kommt auch schon einer der dicken Züge angefahren. Und dann hoffe ich, dass die Sache dann von den Zügen übernommen wird. Aber wir müssen auch hier die Fahrzeuge vielleicht irgendwann mal austauschen. Ihr seht, auf 34 Jahre alt, das kann natürlich nicht gut gehen. Übrigens gibt es jetzt eine fantastische automatisches Austauschen von Zügen Funktion. Warum fährt er denn jetzt? Warum dreht er um? Hat der Vierkäfer Express irgendwie. Ist da die Linie falsch? Da müssen wir mal schauen. Dann sehen wir hier, das sieht alles ganz gut aus. Und das sieht auch ganz gut aus. Aber der Vierkäfer Express, der macht Minus. Genauso wie die Hauptlinie nicht ganz gut aussieht. Da müssen wir mal vielleicht mal schauen. Also, das ist nicht ganz optimal. Da scheint so irgendwo ein Bottleneck zu gehen. Wollen wir mal gucken. Das ist ja. Vielleicht hängt das ja auch zusammen. Also Passagiere haben wir jedenfalls hinreichend. Hier kommen auch Züge angefahren. Wollen wir mal schauen, ob wir da was finden. So, und dann schauen wir uns mal die Linien an. Da geht es um die Hauptstrecke. Ist die da oben. Und den Vierkäfer Express. Und da sehen wir schon das Problem. Die teilen sich eine Linie hier. Das soll natürlich nicht so sein. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nachbessern, denn immer wenn jetzt hier von der Linie hinzukommt, ist dieses Gleis blockiert und immer wenn von der Linie hinzukommt, ist das Gleis auch blockiert und es kann nichts in den Bahnhof einfahren. Somit nicht gut. Schauen wir mal eben, woran das liegt. Ich denke mal, vielleicht möglicherweise eine Elektrifizierung. Jawohl, da haben wir das Problem auch schon. Da ist jetzt ein Fahrzeug im Weg. Müssen wir mal eben warten, bis es weg ist. Ich will aber auch gleichsam nicht, dass der Zug dann da reinfährt. Da müssen wir uns also etwas beeilen. So, und dann hoffe ich, dass die Linie umspringt. Wir schauen mal. Jawohl, jetzt sind sie die Fahrzeuge nicht mehr gegenseitig im Weg. Sehr schön. Und können hier reinfahren. Somit haben wir schon mal ein Problem behoben. Was haben wir denn noch? Wir hatten ja die neuen Sprinterstrecken. Die sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen. Sortieren wir mal nach Linie wieder und schauen mal hier. Oh, weia, was ist denn da passiert? Da gucken wir mal. Die Sprinterstrecke, das ist die hier. Und ist das nicht schön, wenn das alles flüssig läuft? Und da gucken wir mal, was hier los ist. Oh, wir haben ein Bottleneck. Wir haben ein Deadlock des Todes gebaut. Da müssen wir mal schauen, dass wir hier jedenfalls mal mehr Signale aufstellen, damit wir haben ja bei dieser Sprinterstrecke sehr viele kleine Züge eingesetzt.
Okay, hier ist jetzt das Fahrzeug im Weg. Dann versuchen wir es mal weiter vorne. Da ist eine Doppelampel. Hier ist eine einfache Signalschaltung. Und was ihr übrigens auch seht, was neu ist und was ich richtig schön finde, die Signale zeigen jetzt den richtigen Zustand an. Zumindest meinte ich dies gesehen zu haben. So. Und da setzt sich die ganze Geschichte wieder in Bewegung. Allerdings, hier ist es immer noch nicht so prickelnd. Machen wir hier auch noch einen rein. Und da seht ihr schon, so, da steht jetzt auf Rot. Das wird jetzt einmal brauchen, bis es sich aktualisiert hat. Den alten Status also übernimmt es nicht. Dann bis ein Zug da reingefahren kommt. Oder steht da noch einer auf dem Gleis? Ich weiß es gar nicht. Hier könnte er jetzt nicht einfahren. Da hinten kommt wieder einer angesaust. Wenn die Signale jetzt funktionieren würden, müsste er also jetzt stehen bleiben. Das ist korrekt. So, und hier ist jetzt frei geworden. Das heißt, hier könnte er jetzt weiterfahren. Und er hat jetzt auch grün bekommen. Sehr schön, dass die Signale jetzt auf jeden Fall funktionieren. Das finde ich wirklich richtig cool. So, haben wir noch irgendwo eine Stelle, wo wir vielleicht mal hier Begegnungsdinger einbauen sollten? Vielleicht dann hier nochmal vor der... Na, da ist schon eins... Und vor der Brücke auch. Also wir hatten auf jeden Fall, dass die Züge einfach stehen geblieben sind. Und da können die natürlich die Taktzeiten nicht halten. So, hier haben wir das Gleiche, ne? Also hier fährt er jetzt in den Bahnhof rein. Auf nur einem Gleis. Das ist natürlich nicht optimal, weil der entgegenkommende Zug auch dieses eine Gleis verwendet. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir werden ja eh... hier nicht mehr allzu viele andere Dinge an diesem Bahnhof anschließen. Wir können einfach jetzt hier das Gegengleis sozusagen hier direkt verlegen, würde ich sagen. Das wäre auch eine Option. Das heißt, wir sagen hier... Nein. Wir sagen hier, gehen wir direkt an dieses Gleis ran. Aber ihr seht schon, Kollision, Weichenbau fehlgeschlagen. Das ist halt immer noch ein bisschen... Also da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen nacharbeiten irgendwann mal. Wir bieten einfach mal die Option, mal schauen, ob es dann irgendwann angenommen wird. So, dann müssen wir natürlich hier noch elektrifizieren. Da ist aber jetzt gerade ein Fahrzeug im Weg. Und da seht ihr es, ne? Also das ist jetzt das Problem. Wir haben mal Bottleneck produziert und wir sollten eigentlich dann die Gleise durchfahren lassen. Also dieses hier müsste eigentlich auch weg. Und dann müsste das da angeschlossen werden und so weiter. Vielleicht sollten wir das mal eben tun. Mal einmal das Spiel anhalten. Machen wir es noch einmal richtig. Also das hier weg, das weg. Und dann von hier... Oh, von hier... Na komm weg. Von hier nach da. Und von hier nach da. Nicht schön, aber selten. So, und dann müssen wir noch mal kurz überlegen. Dann... Das könnten wir so lassen. Ist das denn Hochgeschwindigkeit hier überhaupt? Ja, ne? Genau. Der Bahnhof allerdings ist keiner. So, und dann das gleiche nochmal hier. Da ist jetzt allerdings das Fahrzeug im Weg. Da schauen wir mal, dass wir das da wegbekommen. So, und dann probieren wir mal. Das hier an Weichen weg. Das sieht natürlich jetzt nicht ganz so schön aus, weil theoretisch hätten wir das noch viel weiter abreißen müssen, beziehungsweise... Ja, seht ihr das? Das ist halt jetzt nicht ganz so schön. Und dann haben wir jetzt ein Problem bei der Terrainangleichung. Da müssen wir hier vielleicht noch ein Stückchen abreißen. Das habe ich schon vermutet. So, und dann haben wir einen Teil des Bottlenecks haben wir dann nicht mehr. Denn... So können sich hier zumindest schon mal die Züge begegnen. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, genau, was wir noch gucken wollten, war ja, ob die Strecke, die Route bei Königsberg oder nach Königsberg, ob da irgendwas falsch war. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine weitere Begegnungsstrecke-Stelle und jetzt sollten wir vielleicht noch beim Rausfahren hier das früher freigeben. Also wenn hier ein Zug den Bahnhof verlassen hat, so was ist hier mit dem, warten auf freie Wege. Da sollen wir also den hier direkt vor der Bahnhofseinfahrt warten lassen, aber das sollte er eigentlich können. Oder versucht er in die andere Richtung zu fahren? Der müsste unterwegs sein nach Fredsdorf und das ist genau das Problem. Anhalten, wenden. Genau, jetzt passt es wieder. Da hat der ein oder andere Zug möglicherweise jetzt die falsche Info bekommen, wo er lang darf.
So, okay. Haben wir das vielleicht noch irgendwo? Da müssen wir eben schauen. Und dann schauen wir uns den Vierkäfer-Express an, weil, wie gesagt, da hatte ich die Vermutung, dass der möglicherweise falsch herumfährt. So, der fährt jetzt hier raus. Auch hier, ne? Das ist jetzt der Kopfbahnhof. Da ist es nicht so schlimm, wenn man da eingleisig einfährt, weil, ne? Da steht ja immer nur ein Zug von einer Richtung. Aber bei den Bahnhöfen, wenn wir aus zwei Richtungen kommen, würde ich sagen, gehen wir mal dazu über, dass wir das dann durch Durchgangsverkehr machen. So, was haben wir hier? Okay, der fährt da weiter. Der fährt auch weiter. Der kommt da angefahren. Sieht gut aus. Prima, dann schauen wir mal kurz, was hier bei unserem Vierkäfer-Express ist. Weil da habe ich echt den Eindruck, dass... Oder sah zumindest eben so aus, als würden da die, wäre da die Reihenfolge nicht richtig. Also, die Strecke geht los an unserem Hauptbahnhof in Hochreit. Und da liegt wahrscheinlich schon das Problem. Wir schauen mal. Also, nee, nicht Linnig, Hochreit. Und dann müssen wir uns dieses Güterding hier noch anschauen. Also, Hochreit geht's los. Station 1, dann geht es weiter nach Linnig Nebengleis. Also von Hochreit nach Linnig. Wir verfolgen das einfach mal. Also, auf nach Linnig. Dann nach Königsberg. Bis jetzt sieht's richtig aus. Und auch hier sollte sich jetzt eigentlich das alles ein bisschen aufgebessert haben, dadurch, dass wir jetzt die beiden Gleise befahren. Dann geht's wieder zurück nach Linnig. Sehr gut. Und dann geht es zurück nach Hochreit. Dididit. Dididit. Jawohl. Und dann geht es nach Erdweg. Das sieht gut aus. Also, da sollte eigentlich jetzt alles passen. So, dann haben wir noch was geändert. Gerade am Anfang der Folge, nämlich hier, haben wir die alte Strecke. Die haben wir... Also, erstmal verkaufen wir diese ganzen alten LKWchen, weil die kosten nur Geld. So, wir haben hier die Güterstrecke. Güter Linnig und den Zug Güter Linnig. Und der Zug Güter Linnig, den habe ich so ein bisschen im Verdacht, dass der nicht funktioniert. Das hatten wir ja letztens auch. Hier hinten fährt er rum. Und, hat er was geladen? Jo, 15 Güter. Und was der auch tun sollte eigentlich, ist von hier... Nee, Moment mal. Wie sollte er denn Holz? Holz, Holz, Holz. Warum hat der Holz drauf? Wollten wir da irgendwie ein Sägewerk anschließen? Aber wozu wollen wir denn hier Holz anschließen? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Wir schauen uns mal den Güterfluss an. Was wollten wir denn hier machen? Ach so, nee. Das sind Wagen für Güter und Holz. So war's. Und jetzt werden die Güter auch mit dem Zug geliefert. Und das Problem bei diesem Zug habt ihr eben gesehen. 12 Jahre alt. Finanzen, gucken wir mal. Jetzt zum ersten Mal fährt er ein bisschen Gewinn ein. Da müssen wir also auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Ja, mein Ziel ist einfach, diese Karte jetzt nochmal halbwegs fertig zu spielen. Das hier ist übrigens eine Testaufnahme. Ich habe die jetzt mal mit einem anderen System aufgenommen, weil wir hatten ja immer ein bisschen Probleme mit Fraps und so. Das ist halt nicht mehr so Stand der Zeit. Deswegen habe ich das mit einem anderen Aufnahmesystem jetzt mal probiert und mal schauen, ob das gelungen ist. Immer wenn ich hier was stehen sehe, da kriege ich immer die Krise. Sieht aber gut aus. Passagiere haben wir en masse. So, hier gehen Güter spazieren. Das darf natürlich gar nicht passieren. Die Güteranlieferung hier mit dem Zug, ihr erinnert euch, als wir den gebaut haben, da wart ihr eher skeptisch. Aber der fährt eine Million ein im Jahr. Allerdings sollten wir mal schauen, ob wir nicht hier noch zusätzlich von diesem Bahnhof noch einen weiteren Zug auf die Schiene bekommen. Oder halt LKW. Um dann auch hier ein Wachstum zu bewirken für Bits. Wir haben ja hier die Strecke. Und da, die zweite Sache, die wir auch noch machen müssen, ist, die Hochleistungsstrecken auszubauen. Wir hatten ja komplette Strecken schon ersetzt durch Hochleistungsgleise oder Hochgeschwindigkeitsgleise. Und das ist ja nicht mehr zeitgemäß, wenn das jetzt nicht so ist. Guck mal, wo die überall langfahren. Die fahren komplett hier in die Stadt rein. Weil die... Ich weiß gar nicht, was können die normalen Gleise? Steht es jetzt mittlerweile dran? Ich glaube nicht. Einfachsgleis hoch, steht nicht dran. Ich wusste es mal auswendig. Jedenfalls schauen wir mal, ob man das auch sehen kann hier, wenn der Zug jetzt hier vorbeifährt. Also
Moment scheint man es noch nicht zu sehen. Jedenfalls, das wäre dann auch noch das nächste Projekt auf den Strecken, die viel befahren werden, und da haben wir ja einige davon, das auszubauen. Und natürlich, was ich eben schon sagte, hier haben wir ein Problem mit der Strecke. Erdweg ÖPNV ist... Oh, und die Sprinterstrecke, die ist auch noch nicht so. Und die neue Funktion LKWs austauschen, wollen wir mal probieren. Also, wir haben jede Menge zu tun da. In der nächsten Zeit. Wir schauen uns die Strecke mal eben an. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Busverkehr mit Bussen, die 5 Jahre alt sind. Der ist noch relativ frisch also. Und wir haben auch dreisterweise die Stadt zu unserem Gutdünken umgebaut. Was wir hier vielleicht probieren könnten, ist diese ganze Geschichte auch einmal in die Gegenrichtung fahren zu lassen. Also einmal die Strecke andersrum. Da müssen wir doppelte Häuschen aufstellen. Andererseits ist Erdweg auch keine große Stadt. Die müssen wir noch irgendwie mal entwickeln mit irgendwelchen Ressourcen. Was haben wir denn hier? Ein Kohlebergwerk. Mhm. Und dann haben wir hier Erdöl. Moment. Ah. Raffinerie. Mhm. Damit können wir Erdweg entwickeln. Zum Beispiel. Hier haben wir noch was brachliegen. Da haben wir ein Stahlwalzwerk. Genau. Tja, das heißt also, wir könnten auch noch Güter ranziehen, um die Orte hier weiterzuentwickeln. Aber bis dahin müssen wir erstmal... Und jetzt geht auch das alles hier auf die Schiene teilweise. Fährt er denn schon gewinnen? Naja, immer noch nicht so wirklich, ne? Da müssen wir mal gucken, dass hier auch der Ausbau vorangeht. 108 haben wir da, okay. Prima. Das läuft aber so mehr oder weniger. Das heißt, wir schauen uns mal hier. Da ist auf jeden Fall Geld zu holen. Und wir würden ja dann einen Güterbahnhof brauchen wieder. Und wir würden... Und deswegen würde ich sagen, wir machen das nicht. Sondern wir haben ja hier schon eine Depot. Ich überlege gerade. Da müssten wir einfach nochmal hier... Da knallen wir einfach mal eben hier ein Depot hin. Ich bin gerade verwirrt. Straßenfahrzeugdepot, genau. Damit wir hier einfach mal eine Linie aufmachen. Jetzt müssen wir überlegen, wohin mit dem ganzen Kram. Ich dachte, wir hätten hier sowas schon gehabt, ne? Und dann bauen wir mal... Wo bauen wir die Ankunftsstation dafür hin? Wir wollen ja nur das Geld so ein bisschen mitnehmen, damit da die Stadtentwicklung vorangeht. So, LKW-Ladeplatz, dann nehmen wir gleich den guten und dann bauen wir den einfach mal... Ja, so zentral, wie es eben irgendwie geht halt hin, ne, normalerweise. Und das ist auch nicht zentral hier. Also hier wäre es halbwegs zentral, aber da haben wir eine Kollision. Würde mal sagen. Ansonsten hier wieder einen Stadtrand, so was wir immer gemacht haben, aber. Machen wir es so. Gut, dann eine neue Linie. Und da fügen wir die Haltestellen hinzu. Ups. Von hier. Nach hier. Da müssen wir gegebenenfalls auch hier die Straße noch aufbessern. So, und dann kaufen wir ein paar Fahrzeuge. Und da können wir ja jetzt mal direkt mal gucken, was wir hier noch... Ah, da haben wir nur die. Okay. 1, 2, 3, 4. Und wir weisen allen die neue Linie zu. Und nehmen dann da noch ein Stück des Geldkuchens mit. Noch wartet nichts, die muss ich erstmal etablieren. Und ja, in der nächsten Folge werden wir die Straße hier ausbauen und dann uns noch um andere Güter bemühen, um 2 Dinge noch zu tun. Denn 2 Sachen sind noch offen, bevor wir die Map wechseln oder mal schneller voranschreiten in der Zeit. Zum einen müssen wir Erdweg ausbauen, ÖPNV und Güter ranbringen. Und wir haben noch einen Ort gar nicht angeschlossen, das ist nämlich Ersfeld. Ersfeld also auch noch ein Thema in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt Garderul spielt.
Train Fever. Ich würde mich riesig freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.